In der letzten Folge. Die Passagiere Carmen und Oliver entdecken Sri Lanka. Es riecht auch überall nach diesen Blumen. Das finde ich sehr inspirierend. Das gefällt mir. Während der zweite Offizier auf dem Gemüsemarkt ins Schwitzen gerät. Irgendwie glaube ich, wir haben gerade Drogen verabreicht bekommen. Und Reiseleiter Bernd kämpft gegen die knappe Zeit. Einmal rüber bitte. Schnell, schnell, schnell. Die Grand Lady läuft Kerala in Südindien an. Mit gedrosselter Kraft, denn im Blickfeld von Kapitän Elmar Mühlebach tauchen immer wieder kleine Fischerboote auf, die ihre Netze auswerfen. Wir sind froh, dass die Sonne schon aufgegangen ist, weil die zum Teil wirklich sehr, sehr klein sind, alle noch unter Segeln, die haben zum Teil gar keine Außenborder. Hier wird also klassisch wie vor 150 Jahren noch gefischt. Wir fahren vorsichtig Slalom um die rum und nähern uns jetzt, 2 Meilen sind es noch, unseren Ankerort. Vor dem Kapitän liegt Thiruvananthapuram, hinter ihm eine lange Nacht mit voller Kraft voraus. Wir hatten 1,5 Stunden Verspätung, jetzt haben wir noch 1 Stunde Verspätung. Macht nichts, wir können die 1 Stunde einfach nach hinten legen. Der Aufenthalt hier ist also von der Dauer her genau gleich wie geplant, nur dass wir 1 Stunde später ankommen und 1 Stunde später dann abfahren. Auch Kreuzfahrtdirektorin Manuela Betz-Deger rotiert deshalb schon seit gestern. Wir sind mit der Agentur dahingehend in Kontakt, schauen, dass wir die Ausflüge natürlich trotzdem in voller Länge durchführen können. Nach hinten hin passt das auch zu unserer Abfahrt. Wir haben natürlich schon mit unserem Hoteldirektor und auch dem Chefkoch gesprochen. Denn auch das Mittagessen werden wir ein bisschen verschieben müssen, beziehungsweise so anpassen, dass natürlich auch die Ausflugsgäste, wenn sie spät am Nachmittag zurückkommen, dennoch was zu essen bekommen. 10 Minuten später kann Kapitän Mühlebach die Maschinen stoppen und den Anker setzen. Das Schiff liegt heute auf Reede. In der Atlantic Show Lounge warten die Passagiere schon auf ihren Landgang. Reiseleiter Askan hat in einer Woche Urlaub und betreut seinen letzten Ausflug. Mein Ausflug heute ist der Ausflug Wakala und Baden. Das heißt, es ist ein zweigeteilter Ausflug. Das eine ist ein sehr wichtiger hinduistischer Tempel. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist einer der meistbesuchten in Indien. Und ich stelle mir unter Indien und viel besucht sehr, sehr, sehr viele Menschen vor. Aber weiß ich nicht, ich war selbst noch nie in Indien. Und der zweite Teil, das, also dann Richtung Mittag, wenn es dann heiß wird, geht es ein bisschen entspannter zu. Da fahren wir alle zum Strand und dann gehen wir mal hier ein bisschen im Arabischen Meer baden. Die Passagiere werden mit Tenderbooten an Land gebracht. Miriam und Helmut Eberle müssen sich in indischer Gelassenheit üben. Wir warten in Geduld oder baden in Geduld, wenn wir das so wollen. Und wir sind jetzt echt neugierig, wann es losgeht und was uns dann erwartet und wie lange das dauert. Aber wir sind zuversichtlich. Thiruvananthapuram, früher Trivandrum, ist die Hauptstadt vom Bundesstaat Kerala. Mit 1 Million Einwohnern, für indische Verhältnisse überschaubar und aufgeräumt. Ideal für Indien-Neulinge, die das Land kennenlernen wollen. 40 Kilometer von Trivandrum entfernt liegt einer der schönsten Strände des Subkontinents. Dort wird Askans Reisegruppe heute baden gehen. Die Tenderboote sind bereit. Carmen und Oliver sind unter den ersten, die von Bord gehen. Sie haben eine private Tour gebucht und ihr Fahrer wartet an Land. Der Weg dorthin ist eine Schaukelpartie. Wenn man das mal mit einem großen Schiff vergleicht, wo man eigentlich nie was merkt, das ist hier ganz schön wackelig. Ganz schön schunkelig. Und als wir in Tioman getendert sind, war es auch total ruhig, aber hier geht's gut ab. Sieht gar nicht so aus. Nee, sieht echt nicht so aus, aber na, wobei, manchmal schon. Ich freue mich auf die Bootsfahrt. Normalerweise wird Carmen leicht seekrank, aber die Vorfreude auf die Tour in die Backwaters hilft. An Land erwartet sie ein freundliches Namaste und eine Überraschung. Am Fenster. Eine
jetzt sitzen wir in einem kompletten Reisebus alleine und fahren zum Ziel. Das ist schon witzig, oder? Ja, ein kleines bisschen dekadent, aber gut. Können wir fast schlafen hier drin. Können wir Party machen jetzt hier. Zum Party machen ist es noch zu früh. Carmen und Oliver müssen erst einmal richtig ankommen und den kleinen Kulturschock verarbeiten. Dass in Mumbai auch so aussieht. Mumbai ist dafür mehr Weltstadt, ne? Das kann man nicht vergleichen. Das denke ich auch. Sauber ist anders. Das ist auch gar keine Straße, ne? Das ist bloß so ein Hoppelweg. Hoppel, hoppel, hoppel. Auf dem Schiff staunen sich die Landgänger an der Passkontrolle. Der indische Beamte nimmt seine Aufgabe sehr ernst. Jörn Hofer, der stellvertretende Kreuzfahrtdirektor, will die Prozedur beschleunigen. Halten Sie bitte Ihre gestempelte Passkopie bereit. Hier vorne rechts steht ein netter Mann, der möchte das gerne sehen. Heute ist mal ein bisschen mehr los. Ich finde, wir sind alle noch ganz gut drauf. Natürlich gibt es Verzögerungen. Natürlich läuft nicht alles so optimal. Wir wollen es jetzt nicht bei den Indern suchen, dass die vielleicht ein bisschen zu langsam sind. Es kommt heute einiges zusammen, aber das Schöne ist, dass die Atmosphäre derzeit noch richtig gelöst ist. Und jetzt gucken wir mal, Ende ist wichtig. Also die pünktliche Abfahrt, die steht derzeit noch nicht ganz fest. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Am Kai werden die Kreuzfahrer auf Indisch empfangen. Wer will, bekommt ein Tilaka auf die Stirn als Zeichen der Ehrerbietung. Auch Reiseleiter Askan hat mittlerweile seinen Guide gefunden. So you be my guide today? Yeah. And I'll be the escort for translating. Thank you. You're most welcome. Auch für Reiseleiter Askan ist Indien ein absolutes Neuland. Und er muss sich ganz auf seinen Guide Sai verlassen. Ein herzliches Willkommen in Indien. Und unser örtlicher Reiseleiter ist der Sai heute. Namaste. Und es ist englischsprachig, daher werde ich dann die Übersetzung machen. Guide Sai gibt den Passagieren gleich eine Kostprobe in typisch indischer Redekunst. Hallo. Okay, this is my way to make your attention. Hello. So I welcome you all to my India. Der indische Reiseführer legt los und der deutsche Reiseleiter versucht zu folgen. Askan bleibt nichts anderes übrig. Er muss bei der Übersetzung improvisieren. Jain culture is there with all other. Gut, dann fasse ich das mal in Kurzform zusammen. Wir sind hier in Kerala und Kerala ist nicht nur der kleinste Bundesstaat von Indien, sondern er wird auch als Gottes eigenes Land, also Paradies auf Erden bezeichnet. Das war meine Kurzfassung von 5 Minuten Schauspiel hier vorne. Eigentlich ist es so, okay, englischsprachiger Ausflug, ich werde übersetzen. Der Reiseleiter sitzt neben mir, erzählt mir was. Macht nach 4 Sätzen Pause. Ich habe die Zeit zum Übersetzen. In diesem Fall ist aber ja allein der Schauspieler vorne, den kann ich ja gar nicht neben mir sitzen haben. Der bleibt ja nicht sitzen. Es sind diverse Herausforderungen jetzt gerade für mich. Und die muss Askan meistern, denn er und Sai sind heute als Team für einen gelungenen Tag zuständig. Auf der Grand Lady steigt heute Abend eine große Party für die Weltreisegäste. Kreuzfahrtdirektorin Manuela Betz-Dega und ihre Kollegen haben sich etwas Besonderes einfallen lassen. Da ist im Moment die Idee, ob wir es schaffen, die Gäste in eine Bar einzuladen, an eine Theke. Die längste Atania-Theke ist im Moment im Gespräch und die wollen wir aufbauen im Crew-Bereich. Und da schauen wir jetzt mal, ob es Wege dorthin gibt, die relativ einfach natürlich für die Gäste zu bewältigen sind. Für die Crew sind die Wege klar. Heute Abend müssen sie es auch für die Passagiere sein. Wir haben 2 Gäste mit Rollstuhl. Da kommen die auf keinen Fall durch. Keine Chance. Schon der Weg in die Schiffskatakomben im Unterdeck soll ein kleines Erlebnis sein. Aber im Labyrinth dorthin darf sich keiner verirren. Wenn wir vorne am Treppenhaus einen unserer Kollegen postieren, und den zweiten hier, weil dann geht's hier rein. So, und hier hätten wir jetzt einen Fahrstuhl für die 2 Rollstuhlgäste und alle anderen schleusen wir diesen Weg entlang. Weg entlang.
Hinter die Kulissen auf Deck 1 kommt sonst kein Passagier. Und genau hier im Versorgungstrakt will Manuela Betz-Digger die längste Theke der Grand Lady aufbauen. In 10 Stunden soll hier ausgeschenkt werden. Das kommt alles noch das weg. Kommt alles weg, ja. Genau. Das kommt alles weg. Und wenn die jetzt hier runterkommen, wenn wir hier mit der ersten Theke anfangen. Die Party in der Schiffsunterwelt wird auch für die Crew ein großes Abenteuer. Logistisch ist es eine große Herausforderung, weil hier ist normal, findet nie ein Event statt und Gäste haben hier keinen Zutritt. Also logistisch ist es eine große Herausforderung. Wir rechnen jetzt mit ungefähr 2.500 Gläsern, was wir brauchen. Ist schon ein bisschen Herausforderung, aber das macht hier Spaß, sonst wäre sehr langweilig. Im Hinterland von Kerala sind Carmen und Oliver auf ein kleines Dschungelabenteuer aus. Jetzt freuen wir uns auf die Bootsfahrt. Wir sehen schon den Fluss im Hintergrund. Sieht sehr hübsch aus hier. Ja, sehr schöne Natur. Man konnte auch aus dem Bus immer wieder die Natur begutachten. Ja. Und jetzt wollen wir mehr sehen. Seit Generationen leben hier in den Backwaters Menschen von und mit der Natur. Boote ersetzen die Autos. The beauty is the scenery of this backwater. Okay. Lots of coconut trees are there. Kokosnussbäume. It's the main tree in Kerala. No crocodile. Lots of no crocodile. Crocodile Dundee. Dafür sind die Backwaters ein Paradies für seltene Vögel. Ist das jetzt ein Fluss oder ist das irgendein Kanal oder was? It's a river or something else? It's a backwater, Kerala backwater. Ich weiß gar nicht genau, was ein backwater ist. Is there a difference between a backwater and a river? Just like a river. Like a river. Okay, also es ist schon eine Art Fluss. Ist eine Art Fluss, aber nennt sich backwater hier, ja. Okay. Genauer, ein knapp 1000 Kilometer langes Gewirr von Flüssen, Seen und Kanälen. Die Backwaters sind weltweit einzigartig. Auch die Reisegruppe von Askan entdeckt eine andere Seite von Indien, allerdings ungewollt. Guide Sai führt sie statt zum versprochenen Hindu-Tempel in eine Sackgasse. Askans Vertrauen in seinen Guide schwindet langsam. Where are we going here? Closed, and if they want to explore the temple, this might be an option. It might be an option. Yes. There is no main entrance. That is the main entrance. This? Yeah, the this. Other one. The other one is the main entrance. Let me check and I will let you know. Yes, please check before. Jetzt versucht er mich hier mit meiner Gruppe durch die Gegend zu führen, irgendeinen schrägen Weg mit einer Müllkippe vorbei, wo wir unsere Schuhe ausziehen lassen wollten. Und das lasse ich jetzt einfach mal nicht zu. Ich weiß nicht, was sie sich hier vorstellen. Er soll es jetzt erstmal selbst rausfinden und das muss ich jetzt auch mal der Gruppe. Hallo, wo geht's denn? Ja, ich habe ihn jetzt erstmal vorgeschickt, er weiß selbst nicht, wo wir hingehen. Sie sagten die gelbe Treppe. Aber so darf es wohl nicht sein. Da muss man sich hören. Es tut mir leid, ich kann ja auch. Aber das gibt eine kräftige Beschwerde bei der Reise. Dann beschweren Sie sich, ich bin Askan, ich kann aber ja auch nur das machen, was mir der Reiseleiter hier vor Ort in die Hand gibt. Die Nerven liegen blank. Zum Glück nicht bei allen. Miriam und Helmut sehen die Irritationen entspannt. Mein Gott, wir sind in einem anderen Land, wir sind nicht in Deutschland. Ne? Hier läuft das alles anders. Einfach alles anders. Und wenn man wohin fährt in ein Land, dann muss man sich auch ein bisschen informieren, ein bisschen darauf einstellen. Die Mentalität ist eine andere, wir nehmen das gelassen. Askan hat den Haupteingang endlich gefunden. Guide Sai ist auch wieder auf Spur und erklärt den Deutschen die komplizierte indische Glaubenswelt. Auch die Verständigung klappt plötzlich besser. In der Mythologie auch Schlangenbaum genannt, den in jedem hinduistischen Tempel auch aufgebaut, um diesem Schlangengott Ehre zu erbieten. Weil die Schlange ja der Gott für Kinder ist. Und wenn man dann in der Ehe nicht mit Kindern gesegnet ist, kommt man hierher und kommuniziert über diese Puppen dafür, dass man mehr Kinder bekommt oder dass man überhaupt mit Kindern gesegnet wird. Der Tempel in Wakala ist eine Pilgerstätte für Hindus aus dem ganzen Land. Die Besucher aus Deutschland haben Glück. Heute findet eine traditionelle Hochzeit statt. Auch für Miriam und Helmut ist das ein ganz besonderer Moment. Es ist echt faszinierend.
faszinierend, weil sie sind jetzt mit ihren ganzen Gewändern da und es ist im Gegensatz zu uns unheimlich farbenprächtig und das ist wirklich ganz toll zuzusehen. Selbst Helmut hatte schon unterwegs gesagt, boah, schau mal die Gewänder. Und hier siehst du natürlich ganz viele auf einem Haufen und das ist natürlich eins manches Mal wirklich schöner wie das andere und es ist alles so süß und alle lächeln und ah, schön, das ist echt toll. Der übrige Tempel ist für Nicht-Hindus tabu. Aber die Gruppe hängt ohnehin im Zeitplan zurück und macht sich auf den Weg zur nächsten Station. Im Zentrum von Trivandrum lassen sich Entertainment-Manager Rainer und der stellvertretende Kreuzfahrtdirektor Jörn zusammen mit ihrem Guide Giacomann durch den Markt treiben. Diese ganzen Stände, diese Früchte an den Straßen, diese bunten Gewänder in der Stadt jetzt hier, das Gewusel, die Autos, die Tuk-Tuks, hochbeladen. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn hier noch ein Elefant rumlaufen würde, ein siamesischer Tiger aus dem Dschungel springt. Es ist einfach ein super Farbgemisch, eine Geruchsexplosion. Es ist Indien, wie es lebt und lebt. Kerala ist ein Land, in dem der Pfeffer wächst. Die Südinder lieben es besonders scharf. Chili, Chili. Die mag ich. Die mag ich. South Indian. Typical South Indian. South Indian, real pepper. Probier mal. Pepper is something different. Pepper is here. So this is Chili, yeah? Yeah, this is Chili. Chili this is pepper, that good. Is cardamom. Ich esse schon sehr, sehr gerne scharf. Ich würde sagen, nicht so scharf wie die Inder oder wie in asiatischen Ländern üblich, aber gerne scharf. Ja, allein doch, wenn man für eine europäische Zunge ist es schon sehr, sehr gern scharf. Ich meine, guck mal, für uns sieht das alles gleich aus. Nicht so scharf, schärfer, noch schärfer. Wenn das typisch für Südindien ist, dann bin ich auf die Schärfe des Landes sehr gespannt. So, may I taste one? Yeah, you can. Yeah. Achtung! Mit alles! No, not too much. Not too much. Auch Guide Giacomann macht sich Sorgen um Jörns Gaumen. Noch ist das Experimentergebnis offen. Kommt langsam, aber. So, your wife has to cook a little bit more. She has to use this or this, okay? This is okay for you. It's okay. It's nothing, really. Ihr Guide Giacomann hat die beiden später zum Essen eingeladen. Also gewisse Schärfe hat es, aber ja? Aber wirklich, kannst du auch essen. Aber dann probiere ich mal so ein bisschen. Aber nicht so ein ganzes, du. Aber so ein bisschen würde ich jetzt schon mal probieren. Also. Eigentlich ist Rainer sehr gerne scharf. Smudge. Du hast das ganze Ding gegessen? Ja. Then take water, you know, if you feel Während Rainer japst, macht Kollege Bernd Fleißarbeit. Seine Chefin Manuela Betz-Dieger hat in Sri Lanka Holzelefanten als Andenken für die Weltreisegäste gekauft. Aber leider sind die Stoßzähne einzeln mitgeliefert worden. Sind die mit links und rechts sortiert? Steht wahrscheinlich drauf. Weißt du, wie? Ich habe gerade Socken an. Warte mal. Da steht irgendwie L und R drauf. Vielleicht ist das da auch der Fall. Nee, steht nicht links, rechts. Ich suche mal zwei schöne Paare aus, die so ein bisschen gleichmäßig sind. Meinst du, da würden sich die Gäste drüber freuen? Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache hier. Was willst du denen sonst auch noch kaufen oder schenken, wenn nicht sowas Typisches? Finde ich sehr schön. Das ist auch nicht zu groß. 200 Passagiere umrunden auf der Grand Lady die Welt. Bernd bastelt heute im Akkord. 200 Elefanten hört sich erst vielleicht nicht so viel an, aber ich merke gerade, man ist gut dabei. Pro Elefant muss man so 2-3 Minuten, denke ich, hat man. Ich kann dich beruhigen, oder? Du musst sie nicht alle alleine zusammenbasteln. Die Kollegen kommen gleich sicherlich und helfen dir noch. Also, dann kriegen wir das schnell hin. Nein, aber es ist eine Arbeit in meiner 10-jährigen Reiseleiter. Wie nennt man das? Erfahrung. Ist das das erste Mal, wo ich sowas hier machen darf? Ja, immer jeden Tag was Neues. Das wird hier nicht langweilig. 20 Kilometer weiter im Hinterland von Kerala gondeln Carmen und Oliver durch die Backwaters. How deep is the water here? About 8 feet. Das Wasser ist 8 Fuß tief, also so etwa durch 3, ne? So 2,5 Meter vielleicht. Huch, wir schwimmen ja, Leute. Also kann man ja scheinbar auch drin baden. Naja, ich würde es nicht tun. Die Kanäle sind Waschplatz und Badezimmer zugleich. Und die wichtigste Lebensader für die Menschen hier. Auch die Händler kommen in den Backwaters per Boot. Can we buy coconut? Yes, of course. That man is selling coconut.
Kommen hier öfter Leute lang, oder? Dachte, wie wirkt das dachte, total einsam? Ja. Und hello. Hello. Two coconut, please. Yes. Kerala ohne Kokosnüsse ist undenkbar. Sie sind die Basis für viele Gerichte. How much is it? 25. Yes. Das sind umgerechnet 30 Cent. Die Kokosnuss to go ist das perfekte zweite Frühstück. Na dann? Dann cheers. Mitten im Backwater eine Kokosnuss. Die ist schön warm. Ey, die ist wirklich warm, aber lecker. Warmer Kokossaft, aber gut, ist lecker, ja. Mhm. Kann man Urlaub machen, ne? So kann man es sich gehen lassen. Carmen und Oliver gleiten weiter durch die Backwaters. Und auf der Grand Lady ist auch Praktikant Steven in ruhigem Fahrwasser. Er hat viel Zeit zum Nachdenken. Zum Beispiel, wohin seine berufliche Reise gehen soll. Der gelernte Koch war auf dem Schiff schon in der Küche und im Lager. Jetzt schnuppert er in den Servicebereich. Das war ja eigentlich mein Ziel, warum ich an Bord gegangen bin, um zu sehen, was ich eigentlich möchte, ob ich wirklich Koch oder jetzt im Hotelbereich mehr arbeiten möchte. Und ja, und das hat mir echt geholfen, zu sagen, dass ich viel lieber jetzt im Hotelbereich arbeiten würde. In der Küche ging es heiß her und Steven mag es chillig, auch an der Casablanca Bar. Draußen an der Bar ist halt wirklich warm, halt echt ein tropisches Klima. Und hier im Schiff ist halt alles schön klimatisiert und ja, kommt man nicht so schnell ins Schwitzen. Laura genießt die warme Tropenluft. 11 kühle Wochen hat die Praktikantin im Schiffsbauch gearbeitet. An der Rezeption, im Restaurant und im Housekeeping. Der frische Wind an der Bar gefällt ihr. Muss sie was zum Trinken? Ja? Sie haben schon bestellt. Muss sie was zum Trinken? Ja? Ja, auf welche Nummer denn? Fäng ich. Laura mag den Kontakt mit den Gästen, aber mit der Technik steht sie auf Kriegsfuß. Schon an der Rezeption ist sie am Boniersystem fast verzweifelt. Und auch an der Bar fehlt es noch an Routine. Radler, ist es Single Beer? Beer mit Limon. Yes, but where is it here? Radler in der Bier. Aus der Wasser. Ah, okay. Okay, thanks. Laura hat gelernt zu fragen, wenn sie etwas nicht weiß und wartet nicht mehr darauf, bis die Kollegen auf sie zukommen. Die Kollegen sind schon netter geworden als am Anfang, weil am Anfang haben sie mich schon ein bisschen ignoriert, keine Ahnung. Aber man findet sich ein. Man muss halt einfach mal selbst einen Schritt machen und mit denen einfach reden. Weil ich glaube, sonst macht es ja auch keinen Spaß. In Trivandrum sind Rainer und Jörn bei ihrem Guide Giacoman zu Hause angekommen. Seine Frau Devika will für sie kochen. Die Kreuzfahrer bekommen ganz nach Hindu-Tradition einen Punkt aus Sandelholzpaste auf die Stirn. Nice to meet you, thank you. Shall we put off our shoes? Oh, zwei Hunde hier, du. Hallo. Ich hab gedacht, jetzt ist aber schnell hier runtergekommen. Das ist der zweite, du. Very nice. Ein typisch indischer Haushalt mit Empfangsraum für Gäste und einem üppig ausgestatteten Familienaltar. Im Hinduismus ist das goldene Sonnenrad, auch Swastika genannt, ein Glückssymbol. Giacoman und Devika haben zwei Töchter. Eine lebt in London, die jüngere, Ranchena, zu Hause. Yeah. Nice to meet you. Rainer, hi, nice to meet you. Ranja, yes, you told him. Ranjina. Jörn und Rainer haben eine sehr spezielle Art, Komplimente zu machen. Aber Ranjena kontert souverän. You get married? Rainer. Was denn? Man nicht. Why not? Sorry for my friend. It's totally fine. So, yeah, so let's ask together. You're married? No, I'm not married. You're not married. No. I'm still on the lookout for the perfect man. Oh, yeah, that's the reason because we are here. Sorry. Also, it's only coconut. Die beiden versuchen sich in Schadensbegrenzung. Es ist sehr, sehr schön, jetzt hier in das Haus zu kommen, so richtig schön liebevoll aufgenommen zu werden und dann die Familie vorgestellt zu bekommen und dann auch gleich einen Kontakt zu haben. Und sie ist gleich locker drauf. Dann kann man natürlich auch gerne mal einen Joke machen und sagen, natürlich, sie sucht doch den richtigen Mann. Also, wenn wir zwei schon hier sind, auf wen wartet sie noch? Aber sie hat das auch ganz, ganz liebevoll und ganz lustig aufgenommen und so war es auch gemeint. Ja.
In den nächsten 2 Stunden können sie ihre gute Kinderstube noch unter Beweis stellen. Der Traumstrand von Wakala ist die 2. Station für Askans Reisegruppe. Guide Sai hat nach den Missverständnissen am Tempel versprochen, dass er den Badestopp bestens organisiert hat. Askan gibt die Hoffnung auf ein Happy End nicht auf. Die Liegen finden Sie am Strand. You will show them? Ja. Und Sai wird Ihnen zeigen, wo wir unsere Strandliegen haben. Dem Badevergnügen sollte eigentlich nichts im Wege stehen. Doch am Strand wird die Geduld von Askan und seiner Gruppe weiter auf die Probe gestellt. Ich sehe keine Liege, kein Sonnenschirm. Where are the sunbeds? To walk right. There are the sunbeds. I'm coordinating the person. Once I contact it, and I will let you know. So in the meantime, we are walking, okay? Hurry up, they should be there in 20 minutes. Angeblich ist der Strandabschnitt mit den Liegen nur ein paar Schritte entfernt. Doch auch dort Fehlanzeige. Reiseleiter Askan verzweifelt schon langsam. Mein Guide läuft schon wieder weg, hört kein bisschen auf mich. You fixed it at the end of the beach. Oh, very nice of you. Auch die Passagiere werden ungeduldig. Wartet mal da. Was machen wir jetzt hier hinten? Hier gibt es wohl keine Liegen und keine Sonnenschirme. Ja. Dann gehen wir hier ein Stückchen vor ans Wasser. Und also die Strandliegen sind ja dann wohl gecancelt. Ja. Ja, ja, das macht ja keinen Sinn. Aber ein Teil der Gruppe arrangiert sich mit den indischen Verhältnissen und hilft sich selbst. Allen voran Helmut und Miriam. Mein Gott, kann nicht alles mal glatt gehen, liegt aber nicht an unserem Reiseleiter. Das ist hier vor Ort irgendwie ein bisschen. Aber wir machen einfach das Beste draus. Wir sind flexibel. Wir haben hier die gute Laune-Truppe gegründet. Und wir haben Spaß. Und jetzt gehen wir ab ins Wasser. Ja. Der Strand ist strahlend weiß. Das Meer hat Badewannentemperatur. Aber vergnügte Kreuzfahrer versöhnen den gestressten Reiseleiter nicht wirklich mit der Situation vor Ort. Irgendwie heute ist so ein Tag, wo alles noch mal zusammenkommt, was in einem Reiseleiter lebend passieren kann. Und ich glaube, meine Entscheidung ist richtig, dass ich jetzt in 7 Tagen nach Hause fliegen kann, ein bisschen Urlaub habe und dann mich wieder anderen Sachen widmen kann, weil es ist ja toll, aber heute bin ich echt fertig. Zu Hause bei der indischen Familie helfen der stellvertretende Kreuzfahrtdirektor und der Entertainment-Manager beim Kochen. Hausherrin Devika zeigt den Besuchern aus dem Abendland, wie sie mit einem indischen Dessert die Herzen öffnen können. Aber aller Anfang ist schwer. Doch, ja. Rainer, machst du das erste Mal? Ja. Man sieht es. Okay, now you, show us. Yes, oh, sie macht natürlich die volle Pulle. Yeah. Hätte ich das gewusst? Ich darf schon zu Hause mit kochen, aber ich bin jetzt nicht der geborene Koch. Es gibt so ein paar Gerichte, die kann ich perfekt, so wie Currywurst, Eier kochen und so ein paar andere Dinge. Nein, ich helfe gerne. Und ich überrascht mich. Einer meiner besten Freunde ist, Hobbykoch ist untertrieben, aber wenn er uns einlädt und wir gehen dahin und er kocht und dann helfe ich ihm so gerne und frage, was kann ich tun, schneiden, hier, machen, da und bin ganz begeistert. Aber ich bin überhaupt kein Koch, aber ich gucke gerne zu und ja, ich würde gerne kochen können, um es mal so auszudrücken. Gastgeberin Devika ist eine geduldige Lehrmeisterin. Björn darf Kardamom mörsern, das wichtigste Gewürz für den südindischen Pudding. Pulver. Nicht wegwerfen. Das Pulver bleibt drin und die Schalen, die fliegen raus. Ist gut. Devika röstet Cashewkerne. Die kommen zur zuckersüßen Milch. Aber davor dürfen Devikas Küchenpraktikanten gemahlene Reisnudeln beisteuern. Du kannst auch mal was rein in den Topf geben. Ja, meinst Vielleicht du? Vielleicht schaffst du das. Okay, so, ready? Full. Full. Siehst du? Hau rein, was geht. Ach, das ist jetzt so ein bisschen mehr so Grieß, gell? Verdickt das jetzt so, ein bisschen wie Grieß, genau. Ja, ja.
einmal in Indien kochen. So, ja, und dann das. Das ist jetzt das Grießpudding. So ein bisschen, ja, kann in die Richtung. Mal probieren? Koch mal fertig, mach mal fertig. Ein würziger, süßer Duft füllt den Raum. Und bei Rainer kommt leise die Wehmut hoch. Wenn man dann jetzt wie hier mal eine Möglichkeit hat, zu einer Familie zu kommen und das dann so sieht, wie die Familie hier zusammen kocht und auch so zusammen ja, das tägliche Leben vorbereitet, dann hat man schon ein bisschen Sehnsucht nach zu Hause, wo das ja auch tagtäglich so wunderschön ist, dass man zusammen das Frühstück macht oder Abendessen oder was auch immer. Und da freut man sich nicht nur auf zu Hause, sondern da kommen einem schon die Gedanken, wie gerade jetzt, was passiert zu Hause und wann kann man das wieder tun. Ja. Nur noch 7 Tage, dann hat Rainer Urlaub bei seiner Familie in Bad Vilbel. Auf der Grand Lady trifft sich Hausdame Sabine Dade zum Kabinencheck mit Security-Mann Prasanan. Security. Das ist Vorschrift, weil wir sonst unterstellt kriegen können, dass meinetwegen 5 Rolex fehlen oder eine Menge Geld fehlt. Und dann müssen wir, um das offiziell zu machen, jemanden von der Security mitnehmen. Das ist einfach Vorschrift. So, dann gehen wir mal rein. Zuerst ist die Kabine von Praktikantin Laura dran. Findet Sabine Dade Alkohol oder frisches Essen, gibt es einen Verweis. Auch Ordnung und Sauberkeit nimmt sie ins Visier. Die Crewmitglieder müssen ihre Kabinen selbst putzen. Es sollte schon sein, dass das Bett gemacht ist, dass auch die Bettwäsche getauscht ist, was hier nicht der Fall ist. Man sieht, es ist total fleckig und unordentlich. Der Fußboden kann gesaugt werden, der Müll muss leer gemacht werden. Wahrscheinlich wohnt Laura noch zu Hause bei Mutti und Mutti macht viel, ne? Und dann ist das hier eine gute Gelegenheit, dass man auf dem Schiff mal lernt, wirklich ein bisschen selbstständiger zu werden. Es ist die Gelegenheit, nicht nur sich im Beruf weiter zu qualifizieren, sondern auch mal zu lernen, dass man für alle anderen Dinge des täglichen Lebens auch zuständig ist. Alleine. Den kleinen Wink gibt sie ihr gleich persönlich. Aber davor steht noch die Kabineninspektion von Hotelpraktikant Steven auf dem Programm. Boah, mir wird übel. Sabine Dade ist fassungslos. Den können wir so direkt von der Arbeit wegholen. Das ist hier ein No-Go. Müffelt, stinkt nach ungewaschenen Sachen, voll messy, voll Müll, vollkommen verdreckte Bettwäsche. Abgesehen von den Klamotten, die hier oben alle rumloddern. Brauchen wir uns gar nicht lange aufhalten. Der kann gleich von der Arbeit weggeholt werden. Für sowas würde man eine disziplinarische Maßnahme kriegen. Das ist, geht überhaupt nicht. Das ist ja kurz vor Ungeziefer in der Kabine. Das geht absolut nicht. Die Hausdame muss hart durchgreifen. Ein Auge zudrücken, wie bei Laura, kann sie hier nicht. Ich habe hier gerade die Kabine von dem Steven inspiziert. Und die sieht aus unter aller Sau. Ist das notwendig, dass der jetzt in der Bar gerade jetzt arbeitet? Oder kannst du den von da wegschicken, dass der jetzt herkommt und die Kabine sauber macht? Geht das? Also der braucht 20 Minuten. Ja, schick den mal jetzt gleich, ja? Heißt nicht umsonst Trainee. Die müssen wirklich noch trainiert werden. Auch mit Kabine sauber machen. Und wahrscheinlich wohnt er auch noch zu Hause bei Mutti. Und Mutti macht halt alles. Also, naja. Praktikant Steven ist sofort zur Stelle. Das ist your cabin, ne? Ja. Warum? Ja, bitte, mach mal auf. Wir haben die gerade inspiziert. Mit Security hat also alles seine Ordnung. Und ich habe gerade Nikolai gerufen, dein Chef, Barmanager, dass du jetzt herkommst und er war auf der Suche nach dir, dass du jetzt deine Bude aufräumst. Jetzt. Du bist jetzt vom Dienst freigestellt, du räumst sie jetzt auf. Und in 20 Minuten bin ich wieder hier und guck deine Kabine an, wie die aussieht, wenn die aufgeräumt ist. Und da brauchen wir nicht diskutieren, das machen wir jetzt. Nein. So. Klar? Das mache ich natürlich. Ja, ist gut. Kannst aufräumen jetzt und dann... Ich räume auf. Ja, ist gut. Ist in Ordnung. Mach ich doch. Ja, ist gut. Ja, du hast jetzt 20 Minuten. Ja. Gut, ist in Ordnung. Das war's denn. So deutliche Ansagen muss die Hausdame selten machen. Zu Hause bei Gastgeberin Devika können sich Jan und Rainer gleich durch die südindische Küche schlängeln. Die Hausherrin serviert auf Bananenblättern. Tochter Ranjena erklärt die korrekten Tischregeln. So, I'm gonna use my hand. Yeah, and I'll use this hand, okay? Es geht ja hier um rein und um unrein. Und soweit ich weiß,
Ist mit der rechten. Die rechte Hand, die reine Hand. Und deswegen sollen wir auch alles. Und deshalb halten wir mit der linken Hand ja auch unsere Platte hier fest, sozusagen, unser Blatt. And the best way to use is the fingers. Yeah. We have to make sure by the end of the meal, this part is not touched. Beim Essen tut sich Jörn erst schwer. Er möchte keine Ferkelei hinterlassen. Aber Rangina zeigt ihm, wie es mit einem Stückchen Fladenbrot gesittet geht. Wenn man denkt, hier wird auf Tellern gegessen, auf Porzellan, nein, da kommt erstmal ein Bananenblatt auf den Tisch, ein ganz frisches. Danach wird es in den Müll geworfen und dann wird hier aufgefahren. Leckere Sachen, eins schmeckt besser als das andere, Fleisch, Fisch, nochmal Fisch, Reis, Nudeln, Dinge, die man in seinem Leben noch nie probiert hat und das schmeckt einfach fantastisch. Und das mit den Fingern essen ist natürlich jetzt noch so eine Sache. Dieses Essen schreit nach den Fingern und verweigert jede Gabel. Nur zum Pudding, den Jörn und Rainer gekocht haben, gibt es Besteck. Jetzt muss die indisch-deutsche Gemeinschaftsproduktion nur noch schmecken. Da steht sogar der Löffel drin, das ist richtig dick und fest geworden. Mhm. Mhm. Delicious. Yeah, you made it. Naja, ja. They did a brilliant job. It reminds me of what my mother made. Und so geht für zwei altgediente Kreuzfahrer ein süßer Landgang entspannt zu Ende. Nach dem ernüchternden Kabinencheck gibt Hausdame Sabine Dade Praktikantin Laura gleich persönlich Bescheid. Denn ihr Schlafgemach war in Sachen Ordnung nur so lala. Laura, hallo. Deine Kabine habe ich noch mal inspiziert. Du müsstest deinen Müll rausnehmen, vielleicht mal saugen und auf den letzten Metern auch deine Bettwäsche wechseln. Okay, das war's. Lauras Entschuldigung, nach der Arbeit ist sie einfach zu müde. Ab und zu hat man halt einfach keine Lust und dann schmeißt man das hin und das. Ja, aber so schlimm fand ich es jetzt nicht. Sie hat ja auch gemeint, so schlimm ist es nicht. Von daher. Es geht schlimmer. Praktikantenkollege Steven kommt weniger glimpflich davon. Sabine Dade hat ihm ein Putzultimatum gesetzt und das läuft jetzt ab. Vor 20 Minuten herrschte hier noch absolutes Chaos. Um Längen besser als vorher. Um Längen besser. Die ganze schmutzige Wäsche ist weg, der ganze Müll ist weg, Papier vom Tisch ist weg, aufgeräumt. Das Einzige, was er noch machen muss, ist saugen und das kann er nachher machen, wenn er Pause hat. Also hat er so 8 von 10 Punkten, würde ich sagen. Hat er gut gemacht. So filigran wie Praktikantin Agnes arbeitet, ist bei ihr kein Kabinencheck nötig. Heute führt Schnitzmeister Ma die Konditorin in seine Kunst ein. Das wollte Agnes schon lange lernen. Ich finde es völlig verrückt, was der Ma da mit einem kleinen Handgriff schon verändern kann. Also es ist echt fantastisch. Es macht allein schon Spaß, so zuzuschauen. Also ich könnte dem stundenlang zuschauen, wie er das macht. Das ist einfach super interessant und ich bin froh, dass ich hier mitmachen darf und dass er mir das beibringt. Wow. Oh my God. I'm not sure if I can do this. You want to try? Yes. Ich versuche jetzt mein Glück. Mal schauen, was rauskommt. Konditorin Agnes geht forsch ans Werk. Endlich kann sie sich kreativ austoben. Das kam ihr in den letzten 7 Wochen an Bord zu kurz. Jetzt wird es spannend. Wenn jetzt die Nase ab ist, ist sie ab. Dann brauche ich vielleicht eine neue Melone. Das Früchteschnitzen hat auf den Philippinen eine lange Tradition. Ma hat dafür eine extra Ausbildung. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe sie ein bisschen zu klein gemacht und ein bisschen schief. Das war erst die Vorarbeit. Jetzt wagt sich die Perfektionistin an die Details. 2 Decks höher erwartet die Weltreisepassagiere Frank und Beate eine kleine Überraschung. Ach, was haben wir denn da liegen? Elefanten. Das sieht ja cool, ne? Willst du mal vorlesen? Da brauche ich keine Brille anziehen. Liebe Weltreisegäste, so langsam geht es in den Endspurt. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Elefanten eine kleine Freude bereiten zu können und sind zuversichtlich, dass Sie beim Blick auf den hölzernen Dickhäuter gern an die aktuelle Weltreise zurückdenken. Ja, das ist so ein schönes Geschenk, oder?
Die Rheinländer umrunden seit 112 Tagen die Welt und haben schon 28 Länder gesehen. Die beiden sind fast ein wenig reizüberflutet. Es wird schwer, alle Eindrücke noch zu behalten, zu verarbeiten. Ich erwische mich auch dabei, dass wir immer weniger Fotos machen, zum Beispiel. Ganz am Anfang haben wir alles geknipst und ganz viele Fotos gemacht. Und jetzt bist du manchmal dran, hast du Fotos gemacht? Hast du das eigentlich, denn einlaufen oder auslaufen? Ach ja, stimmt, machen wir schnell noch zwei, drei. Ja, ne? Da erwischst du dich wirklich bei, dass du nicht mehr alles knipst. Ne? Ja. Auch Gudrun ist seit Genua an Bord und genießt jeden einzelnen Tag. Ich habe, seit ich 16 bin, den Traum, einmal mit dem Schiff um die ganze Welt zu fahren. Und diesen Traum habe ich mir jetzt erfüllt. Hat lang gedauert, aber ich habe ihn mir erfüllt. Und in meinem alten Dirkes Weltatlas hatte ich mir irgendwann mal Punkte angekreuzt, wo ich gerne hin möchte. Und fast alle Punkte waren jetzt auf der Weltreise drauf. Und was Besseres gibt's nicht. Mit vielen Geschichten und einer kleinen Elefantenfamilie im Gepäck kehrt Oma Gudrun zu ihren Liebsten zurück. Den kriegt mein Enkel. Der ist jetzt 2 Jahre alt und der freut sich ganz bestimmt darüber, wenn die Oma ihm einen Elefant mitbringt. Denn ich habe ihm schon eine Postkarte geschickt mit Elefanten drauf und habe geschrieben, ich streichel einen für ihn und jetzt bringe ich ihm einen mit. Die Sonne in Kerala verabschiedet sich Bollywood-reif. Carmen und Oliver nehmen viele bunte Erinnerungen aus Südindien mit. Indien als Land der Farben, das ist uns genauso auch aufgefallen. Auch die Kleidung, die sie ja tragen, ne? Die sind ja auch knallebunt. Ich finde das ja schön so bunt. Ne? Ja, und jetzt zum Abschied diese rote Sonne da am Horizont. Hat irgendwie gepasst. Auf der Brücke hat Kapitän Mühlebach nur Augen für seine bunten Instrumente. Das Schiff ist abfahrbereit und eher zufrieden. Gäste und auch die Ausflüge waren gut organisiert, waren wirklich pünktlich, wie heute Morgen besprochen. Wir hatten 17.30 Uhr gesagt, um 20 nach 5 waren die Busse alle zurück, das war in Ordnung. Das Schiffshorn warnt die vielen Fischer, die sich wie kleine Sterne am Horizont aufreihen. Die Passagiere Miriam und Helmut schweben auf Wolke 7. Ich habe heute so viele Eindrücke erleben dürfen. Das war wunderschön, so farbenfroh. Klar, man fiebert irgendwo auch nach Hause, weil jetzt wird so langsam Zeit, die Kinder und die Tiere. Aber wir nehmen so unendlich viel mit und ich glaube, wir werden so lange noch davon zehren. Weil einfach auch Dinge, die kann man einfach gar nicht beschreiben, was man gesehen hat. Das braucht einfach seine Zeit, um das sacken zu lassen. Und ich freue mich einfach noch auf die Ziele, die jetzt einfach noch kommen. 7 Tage bleiben sie noch an Bord. Vor ihnen liegen Mumbai, der Oman und Dubai. In der Küche nimmt das Melonengesicht von Praktikantin Agnes Form an. Hier am Mund darf sie sich keinen Schnitzer erlauben. Ich finde es schwierig, was rauszuschneiden und daran zu denken, dann später auch noch was für die Lippen übrig zu lassen. Also man versucht erst die Formel nachzumachen und schneidet irgendwas und merkt dann später, ups, da hätte aber vielleicht noch was hingemusst. Das ist das Schwierige, sich vorher bildlich vorzustellen, räumlich vorzustellen, was man noch braucht und was weg kann. Auch wenn ihre Kopie dem Original von Meister Ma sehr nahe kommt, Agnes ist mit ihrem Erstlingswerk noch nicht zufrieden. Die Augen gefallen mir jetzt noch nicht so ganz. Vielleicht machen wir da noch ein bisschen was, damit die so gut aussehen wie bei Mas Figur. Das Geheimnis von Ma, er hat eine Falte über die Augen geschnitzt. Das macht den Ausdruck lebendig. Was so ein kleiner Schnitt ausmacht, ist schon toll. Jetzt fehlen nur noch die Haare. Agnes ist selbstkritisch. Und lachenden Menschen habe ich noch nicht hinbekommen, aber wenn ich noch ein bisschen übe, dann schaffe ich das bestimmt auch noch. Also es schaut ein bisschen grimmig, aber es wird bestimmt noch. 7 Tage hat die Praktikantin noch Zeit zum Üben. Meister Ma ist mit seiner Schülerin schon jetzt zufrieden. Es ist schwierig, ein Gesicht mit einer guten Mimik zu machen. Gratulation! Ein Deck tiefer hat sich der Versorgungstrakt in eine Partymeile verwandelt. Gleich können sich hier die Weltreisegäste entlang ihrer Route um den Globus trinken. Die gewagte Premiere sorgt bei der Kreuzfahrtdirektorin für Lampenfieber. Das
ist schon noch ein kleines Risiko, was wir machen. Also stolz bin ich tatsächlich, wenn nachher alles gut geklappt hat. Im Moment ist, glaube ich, mein Puls noch ein bisschen erhöht. Ich brauche nicht den Doktor, ich brauche auch keine Beruhigungspillen. Aber das Herz klopft noch ein bisschen und ich hoffe einfach, dass es den Gästen gefällt. Pünktlich um 8 Uhr kommen die ersten Passagiere zum Untergrund-Event. Nicht nur für sie, auch für die Crew ist dieser Empfang Neuland. Hallo, schönen guten Abend. Ja, willkommen im Probebereich. Okay. Ja, an der längsten Theke unseres Schiffes. Hallo. Normalerweise ist hier der Zutritt für Passagiere strengstens verboten. Das macht den besonderen Reiz aus. Wir waren unten ja noch nie gewesen. Und das ist wieder mal was ganz Besonderes. Wobei wir natürlich ein bisschen gedacht hatten, es könnte sich um Aprilscherz handeln. Ne? War zum Glück nicht. Also ist ja riesig. Ganz, ganz toll gemacht. Tolle Idee. Also bin stolz und froh, dass ich hier dabei sein darf. Toll. Prost. Auf dem Vorderdeck treffen sich Laura, Agnes und Steven zum Entspannen und Wundenlecken. Das Trio ist nur noch wenige Tage an Bord. Ein bisschen traurig bin ich schon. Ja, ein bisschen, aber. Aber es heilt mir auch. Auf zu Hause überwiegend. Ja. Und was freut ihr euch am meisten? Frei. Einfach, ja, einfach rausgehen, wann man will. Ja. Nicht zu bestimmten Zeiten. Man muss einfach nicht leben mit irgendwelchen Regeln. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Kann einfach das machen, was man will. Ein bisschen Privatsphäre wäre nicht schlecht. Privatsphäre, es wird einem nicht vorgeschrieben, wann man ins Bett gehen soll, wann man wieder, ja, wie lange man rausgeht oder was man macht. Wann man isst. Einfach, ja. Einfach wieder frei sein. Ja. Dieses Offiziersgehabe. Mich nervt, wenn du beim Frühstück, du kommst zum Frühstücken und wirst schon von 50 Leuten angestarrt. Ja, du musst schon 100 Mal guten Morgen sagen, bist du überhaupt. Ich ignoriere die manchmal und denke so. Ehrlich? Aber dann sind ja, weil in 5 Minuten laufen sie schon wieder an dir vorbei und sagen schon wieder hi. Ja. Wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Hallo. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, aber wenn du nichts sagst, dann kommen gleich 5 Leute auf dich zu und fragen, was los ist, ob es dir nicht gut geht. Ob alles okay ist, ob sie dir helfen sollen. Du hast nie Ruhe, du bist immer unter Beobachtung. Ja. 3 Decks tiefer herrscht Partystimmung statt Seefahrerfrust. Und die Kreuzfahrer lassen sich in ihrer Entdeckerlust kaum bremsen. Da hätte ich nicht gedacht, dass sich da so viele für interessieren. Und ja, dass sie auch so staunen. Erstmal, wie lang der Gang ist hier, ne? Und dann sind sie wohl auch voller Bewunderung für die Deko hier. Tja, und dann fragen sie viel, was ist hier los? Was ist hier hinter? Was ist da lang? Was ist da lang? Wenn die Türen noch auf sind, man kann so ein bisschen gucken. Aber eigentlich sind sie voller Wissensdurst. Schön, hätte ich nie gedacht. Das Ambiente bringt Crew und Passagiere besonders eng zusammen und animiert manche zu ganz unkonventionellen Ideen. Wenn Sie mal keine Lust haben, das Schiff zu steuern. Da habe ich schon ganz neidisch vorhin geguckt, weil bei mir geht es nur mal rechts, links und Sie haben hier noch komplett. Deswegen, wenn Sie mal keine Lust genau haben zum Schiff fahren. Und das ist wesentlich mal frierfähiger als unser Schiff hier, denke ich mal. Deswegen, sehr gut. Kann Sie gerne mal vertreten. Genau, sehr gut. Aber das Kommando gibt Kapitän Mühlebach nicht aus der Hand. Das nächste Ziel ist Mumbai. In der nächsten Folge. Hausdame Sabine Dade verschlägt es in der größten Freiluftwäscherei der Welt fast den Atem. Dass sie hier die Übersicht behalten. In Mumbai fühlt sich Schmuckfan Carmen wie im Paradies. Jetzt scheint es passend zu sein. Und die Passagiere Miriam und Helmut sind von einem Straßenkinderprojekt tief berührt. Das ist beeindruckend, eigentlich mit wenig Investition viel zu helfen.